Ich bin draußen und ich bin bei diesem Treffpunkt angekommen und hier ist jetzt Nico. Schöne Grüße. Und Sascha, da möchte er sich dieses Mal zeigen auf der Tour. Ja, moin, ich grüße euch. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Und es ist ein Missgeschick passiert. Und zwar hatte Sascha sein Handy irgendwie verloren gehabt. Und wir müssen dann zu Wilhelmshaven zurückfahren. Also Sascha hatte Nico von Wilhelmshaven abgeholt. Und wir müssen jetzt zurückfahren, um dort das Handy irgendwie zu suchen. Aber jetzt erstmal Sachen reinpacken und nach Wilhelmshaven hinfahren. Wir fahren gerade Autobahn. Ungefähr eine Stunde bis nach Wilhelmshaven. Und wenn wir dort angekommen sind, dann verloren gegangenes Handy suchen gehen. Wir fahren schneller, als meine Gehirnzellen denken können. Glaub ich. Wir sind gleich in Wilhelmshaven angekommen und das Handy sollte auf einem Aldi-Parkplatz verloren gegangen sein. Hoffentlich hat das irgendjemand gefunden und abgegeben oder es liegt da immer noch. Aber auf jeden Fall sind wir gleich da und hoffen auf jeden Fall, dass wir es finden. So, wir sind hier angekommen auf diesen Aldi-Parkplatz und wir suchen jetzt das Handy hier ab. Prüfen, ob das irgendwo hier rumliegt. Oh Scheiße, bisher haben wir das Handy leider nicht gefunden. Wir haben einmal beim Aldi nachgefragt und auch bei dem Netto, der ganz hinten steht, ob jemand das da abgegeben hat. Leider negativ. Sascha telefoniert gerade mit meinem Handy mit dem Polizeibüro. Prüfen, ob jemand das vielleicht dort abgegeben hat. Hoffen wir auf das Beste. Oh Scheiße, negativ. Es wurde nichts abgegeben. Das heißt, wir fahren einmal kurz zu Sascha. Er erklärt das kurz seiner Familie. Und dann besorgt er sich ein anderes Handy. Damit man ihn auch erreichen kann. Und dann fahren wir zu Hamburg zum Halsschnuckenweg. Also wir sind jetzt gerade bei Sascha vor Ort, erklärt das mit der Familie ab, bespricht das, dass wir die Nummer bekommen, dass wir für Sascha mit der Familie in Kontakt bleiben. Also dass er halt erreichbar ist wegen dem verloren gegangenen Handy. Sascha ist zurückgekehrt und jetzt fahren wir zu Hamburg. Wir fahren durch so einen Tunnel durch. Wir sind gerade durch so einen Tunnel durchgefahren. Guck mal, da ganz hinten, da ist ein verschmierter Famila. Bei diesen ranzigen Famila da vorne, das ist ein Biergeschäft. Das heißt, wir biegen da ein, um dort einzukaufen. Das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt wirklich. Wir stehen jetzt hier vor diesen Famila und wir gehen jetzt da rein. Da werden wir Bier und noch mehr Sachen kaufen gehen. Stärkung hier. Ein bisschen davon. Hier, den kann ich auch dir empfehlen. Das schmeckt auch sehr gut. Ein bisschen Vita-Kraft. Ein bisschen hiervon. So, weil ich gestern schon für mich eingekauft habe und alles Mögliche in meinem Wagen drin ist, außer Bier, haben mir nur diese drei Träger Bier gefehlt. Das heißt, also ich bin mit Einkaufen fertig. Wir haben eingekauft.
Und jetzt das erstmal ins Auto hinstellen. Und dann noch ungefähr. Und dann noch ungefähr 10 Minuten Autofahrt und dann sind wir bei diesem Halsschnuckenweg angekommen. Zu diesem Startpunkt, wo dann gleich Wanderungsstart kommt. Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. Freut mich, dass du vorbeigeschaut hast, dass wir mich freut es auch. Währenddessen wir hier in Hamburg angekommen sind. Ja. Als Start, Altschnuckenweg Start kommt. Startpunkt, genau, Startpunkt heißt das. Und Sascha hat das hier mitgebracht. Hier diesen Vollfettwagen für diese Tour. Und Bockwürstchen. Die Bockmacke. Die Bockmacke. Genau. Aber erstmal einpacken. Aber bevor wir komplett einpacken, erstmal das erste Bier öffnen. Die Sachen sind gepackt. Hier und da. Und jetzt Wanderung Tag 1 Start kommt. Yeah. Dieser Punkt hier, das ist dieser Startpunkt, wo wir jetzt gerade sind. Und diesen ganzen Weg hier, auch über Soltau, wo ich früher mal, wo meine Heimat ist. Und auch hier Lutherloher Heide, da hatte ich früher auch gewohnt in diesem Bereich. Und dann bis hierhin, bis nach Celle, 223 Kilometer. Genau, das laufen wir jetzt durch. Ja, erste Heidflächen gefunden. Diese Heidflächen, die bestehen aus Heideblüten. Das ist natürliches Antidepressivum. Das wird übel schwer. Und dann mit meinem kleinen Roller. Dinger. Mit meinem kleinen Roller. Ja. Hier. Jetzt gehen wir ab. Ja genau, diese Dinger hier. Diese hell durchfarbenen Dinger. Die schmecken so harzig, diese Kiefern oder wie die heißen hier. Ich muss pinkeln. Ja, guck mal hier. Das hier, das sind diese Wegweiser von diesem Heidschnuckenweg. Damit wir wissen, wo es lang geht. Achso, das habe ich vergessen zu sagen. Und zwar, ich habe hier meinen grünfarbigen Fummel hier ausgezogen. Weil hier noch mehr der D3 Schepperung kommt. Das ist voll geil.
Birkenbock. Hoffen wir uns den Tag auf jeden Fall. Dankeschön. Bierpower. Ich habe gerade Bierpower gemacht. Ah ja, wirklich. Ein Weg mit Schwierigkeit, Blaubeeren. Ja, genau, Blaubeeren. Er ist so groß. Und eigentlich. Blaubeer, oder wie das heißt? Blaubeeren. Blaubeeren. Fuchsbandwurm. Dabei. Oh Scheiße. Mein Müllsack hat langsam ein Loch drin. Und weil da ein Loch drin ist, werde ich jetzt einen neuen Müllsack holen. Rausholen. Und diesen kaputten Müllsack in diesen Müllsack hier reinpacken. Ich habe den kaputten Müllsack in diesen neuen Müllsack hier reingeschoben. Und ja genau, das ist gerade passiert. Ich glaube, das war ein Bär. Oder ein wildes Schwein. Was geht ab, liebe Community? Wir sind gerade einen Weg mit Schwierigkeit hinter diesen Hügel hier hochgelaufen. Oder dann hier diesen Hügel runter. Und jetzt guck mal. Hier, schon wieder ein Weg mit Schwierigkeit. Ja, man muss bedenken, jeder Hügel, der anstrengt, macht die Fitness wieder nach oben. Aber man muss positiv denken, weil genauso welchen Wegen, die so schwierig, also bewegt mit Schwierigkeiten und sowas. Weil wenn man die dann mit genauso bezwungen hat, dann hat man für die nächsten Male auf jeden Fall noch mehr Kraft und so weiter. Und das hält dann bis ins Lebensende, dass man schön fit bleibt. Wir haben hier Mülleimer gefunden. Jetzt kann ich diese ganzen Müllsackinhalt hier reinschmeißen. Ich glaube wohl kaum, dass hier irgendwie, dass hier irgendjemand Bier, hier Pfandflaschen sammeln geht. Hier mitten in irgendwo. Und deswegen habe ich das hier alles reingeschmissen. Und guck mal, wir sind hier in so einem Wald. Das sieht ganz hübsch aus, finde ich. In so einer Wäldern schlafe ich sehr gerne rum. Das ist voll geil. Aber wir laufen noch ungefähr, keine Ahnung, 1 bis 2 Stunden. Bis die Dämmerung kommt. Dunkle kommt langsam. Also bis dann genug Dunkle. Also bis die Dämmerung genauso weit ist, dass wir dann den Schlafplatz suchen müssen. Genau. Oh Scheiße. Hier, das Ding hier ist weggerissen hier. Okay. Von meiner Tasche. Das heißt, ich muss den hier jetzt wieder zusammennähen. Das ist voll scheiße und zeitverschwenderisch. Aber das ist halt genauso bei der billigsten
Tracking-Rucksack dieser Größe von ganz Amazon. Das ist normal. Das muss ständig so gemacht werden. Dass das hier wegreißt und dass man das wieder anlehnen muss. Scheiße. Zeitverschwenderisch, aber muss gemacht werden. Wie wir laufen. Achtung, das Bier. Achtung, das Bier. So, das ist noch mehr. Hallo. Hallo. Den Abend hier noch. Danke. Der Rucksack wird zusammengenäht. Ich habe meinen Wagen wieder repariert und oh Scheiße. Ich muss schon wieder Lampe anmachen. Da kommt mal langsam Dunkle kommt. Wir müssen nach dem Wildcamp-Zeltplatz suchen gehen. So suchen wir gleich. Ach ja, das habe ich schon gesagt gehabt, dass ich meine Tasche repariert habe. Zusammengenäht habe. Und die Sachen sind auch gepackt. Genau, jetzt ist noch mehr Dunkle gekommen, weil ich überlegt habe und so weiter. Aber genau, jetzt laufen wir ein bisschen weiter und dann Wildcamp-Zeltplatz suchen gehen. Wir haben einen Wildcamp-Zeltplatz gefunden. Und hier, guck mal, ich habe meine Schaumstoff-Isomatte hier hingeschmissen. Und guck mal. Ich werde jetzt diesen Wagen hier auseinandernehmen, damit ich gleich mein Zelt aufbauen kann. Ich habe zwar mein Wurfzelt dabei, aber ich habe heute irgendwie viel mehr Bock drauf, hier mein Tarp aufwendig aufzubauen. Ich weiß nicht warum, aber das ist halt so, deswegen habe ich den dabei gehabt. Damit ich gleich meinen Schlafplatz mit mehr Mühen aufbauen tue. Das heißt, ich werde jetzt gleich erstmal einen Stock suchen gehen. Ich habe gerade einen Stock gefunden. Weil der hier, das ist so ein richtiger tödlicher Stock. Da ist ganz viel Morsch dran. Das heißt, der kann ganz schnell kaputt gehen und auseinanderfallen. Umso spannender, ob ich damit meinen Schlafplatz einrichten kann. So, ich werde euch hier unser Schlafplatz zeigen, die wir bereits aufgebaut haben. Und zwar hier vorne, da liegt Nico rum. Hallo, moin moin. In diesem Zelt. Und hier vorne, in diesem Zelt, da liegt Sascha drin rum. Ach ja, stimmt, ich möchte die Innereien von Nikos Zelt auch mal filmen. Sehr gerne. Genau, das sieht dann, ja, so. Das ist ein bisschen kleiner als Saschas seins. Aber es passt. Aber hier, guck mal. Ich bin spezieller als ihr. Ich habe dieses Mal mein Wurfzelt, wie vorhin gesagt, nicht aufgebaut. Sondern weil ich voll Bock drauf hatte, irgendwie habe ich mein Tarp aufgebaut. Hier, mit diesen morschen, verschimmelten, mit ganz vielen Pilzen und Krankheiten belagerten trockenen Stock. Der ganz leicht wegbrechen kann. Also der ist ganz morsch. Das heißt, wenn ich Pech habe, dann kann das hier wegbrechen und diese Hälfte könnte dann hier in meinen Kopf fallen und meine Gehirnzellen aufspalten. Und aber egal. Deswegen habe ich das so gemacht. Und naja, nee, nicht deswegen, sondern ich habe das so gemacht, weil ich diesen Stock gefunden habe. Genau, und hier drin, da werde ich heute pennen. So, wir sind jetzt gerade am Kochen. Ja, Prost. Geprost. 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 Und hier, guck mal. Sascha hat für sich diese Suppe hier gebraten. Mhm. Und Nico, der backt jetzt Wasser. Hier in meinem Topf hier warm, damit er gleich diese Tomatensausen, Nudeln, Terrine oder was das sein soll. Genau, damit er dieses verdampfte Wasser dann hier reinstecken kann, damit das warm wird. Und wenn das passiert ist, dann werde ich meinen Topf wieder nehmen
Und dann hier diese hier Spaghetti mit, ja genau, diese Spaghetti hier, die hier sind, mit diese regelfarbenen Bolognese-Nudel-Möchtegern-Soße. Das werde ich dann gleich machen, damit ich auch mit euch gleich fressen kann. Und solange ich warten muss, trinke ich ganz genüssig Bier. Das warte Bier. Das warte Bier. Oh Scheiße, es ist eine ganz große Scheiße passiert. Und zwar dieser Kochtopf voller Wasser, was gekocht hat. Also das war kurz davor gewesen, das zu kochen. Aber das muss gleich wiederholt werden, dass das dann bald kocht, damit ich meine Nudeln reinpacken kann. Das war hier auf diesen Gaskocher drauf gewesen. Und dieser Gaskocher, der stand da drüben irgendwie. Ja. Und genau hier. Und das war ganz leicht schräg gewesen. Und wir haben gar nichts gemacht. Aber dieser Gaskocher mit Feuer drauf ist mit diesem Kochtopf voller Wasser, wo Dampf rausgekommen ist, also das gasförmige Dampf, das ist dann runtergefallen. Genau hier drauf, wo hier überall nass ist. Und diese ganzen nassen Spritzereien, das hat voll auf die Hände von Sascha drauf gespritzt. So als der sich da so ein bisschen verletzt hat. Der hat sich damit verbrannt. Das ist voll scheiße. Das gefällt uns nicht. Nee. Das heißt, jetzt Wiederholungsstart kommt. Ist das noch heiß? Ein bisschen warm ist das. Ja. Aber das muss jetzt erstmal wiederholt werden. Also nicht, dass er umkippt. So, die Wiederholungsstart kommt. Aber es sind noch keine Blasen dran. Die sind noch nicht genug. Die sind noch nicht genug, damit ich meine Nudeln hier rein machen kann. Die Blasen, die ich meine, die kommen gleich. Ah ja, genau, das sind meine Blasen, die ich mir vorgestellt habe. Lassen wir die Nudeln, hier die Spaghetti kochen. Solange bis diese Konsistenz von Würmer hat. Seht ihr, wie dieser ganze Schaum hier aufbläst. Diese Spaghetti, die hier drin sind, die sind schon fertig. Seht ihr, wie hier diese ganzen Milben hier rausspringen? Das braucht Umrührung. Und dann, wenn gleich noch mal diese ganzen Milben hier rausspringen, das beginnt schon langsam, aber das muss noch mehr kommen, dann ist gleich Fressen fertig. So, meine wurmformigen Spaghetti sind fertig. Und hier meine regelfarbene Bolognese-Soße ist auch fertig. Diesen begieße ich dann hier auf meine Nudeln drauf. Genau, und das hier, das ist jetzt mein Fressen für heute Abend. Ja, Fressen der Natur ist geil. Das hat schon was. Ich sitze jetzt hier draußen und trinke hier mein letztes Bier aus. Und ich habe jetzt und hier die anderen, die sind schon im Zelt in ihren Zelten drin. Die pennen gleich rum. Und hier guck mal. Ich habe hier unter meinen Tarp die ganzen Sachen hier hingestellt, die wir ausgepackt haben. Extra, damit die zum einen trocken bleiben, aber zum anderen, damit das außerhalb von unseren Wildzeltcampplatz
nicht so schmutzig aussieht. Weil wenn jetzt zum Beispiel ein Förster kommt und das sich anguckt, dann glaube ich, wäre das sonst ein schlechter Eindruck, wenn wir diese ganzen Sachen jetzt draußen hätten. Und deswegen habe ich das hier drunter gestapelt, damit er sieht, damit falls ein Förster kommen sollte, dass der sieht, dass wir ordentliche Menschen sind, dass wir, was auch der Realität entspricht, selbstverständlich jeden Müll aufsammeln und sowas. Und genau, dass wir nur hier nächtigen tun und nichts anderes. Richtig. So ungefähr. Genau, deswegen habe ich das hier drunter gestellt. Das hat lustig geklungen. Bierdeckel weit Schniepsen spielen. Oh. Bierpower Verkehrsreflektor.